Uhr am Set. TV-Nachrichten sind die am härtesten umkämpfte Branche der Welt. Um rund um die Uhr senden zu können, muss man die Zuschauer irgendwie am Ball halten. Ziehen Sie ein kürzeres Kleid an. Durchsichtige Tische haben ihren Grund. Sie sind blond, schlank und sexy. Die Moderatorinnen beim Nachrichtensender Fox News. Eine taffe, männerdominierte Welt, begleitet von regelmäßigen sexuellen Übergriffen. Du weißt doch, wozu die Tür vor Rogers Büro ist. Basierend auf wahren Ereignissen holen Charlize Theron, Margot Robbie und Nicole Kidman in Bombshell – Das Ende des Schweigens zum Gegenschlag aus. Frauen sind überall. Sie spielen jetzt auch Golf und Tennis. Die Personalabteilung ruft an. Du hast mich Frauchen genannt. Ich muss wohl noch mal die Benimmregeln durchgehen. Der Ton hinter der Kamera war noch schlimmer. Männerhasserin, lernen Sie, mit den Jungs auszukommen. Sie sind sexy, aber viel zu anstrengend. Ich habe eine ganze Liste. Werden sich andere Frauen melden? Was glauben Sie? Will you see her? Wir sehen, womit sie es zu tun hat und was sie zu ändern versucht, weil sie für ihr Recht eintreten will. Und das ist sehr eindringlich, hoffe ich. Jemand muss den Mund aufmachen, jemand muss wütend werden. Star-Moderatorin Gretchen Carlson hat heute eine gewaltige Bombe platzen lassen. Was tut sie da? Das könnte meinen Sender vernichten. Hat eine der anderen Frauen den Mund aufgemacht? Eine meiner Kolleginnen? Ich muss darüber erhaben sein, das verstehst du, oder? Ihr Schweigen wird bemerkt. Sie sind drei sehr verschiedene Frauen. Gretchen ist der moralische Kern dieser Geschichte, die Person, die das Ganze anstößt. Megan ist unser erzählerischer Mittelpunkt. Sie führt uns durch die Geschichte. Und Kayla ist der emotionale Kern, weil man durch sie die Belästigung und deren Auswirkungen unmittelbar miterlebt. Ich will Sie überzeugen, dass ich vor die Kamera gehöre, Mr. Ailes. Ich glaube, ich wäre phänomenal auf Ihrem Sinne. Ich könnte Sie herausgreifen und nach vorne in die Schlange stellen. Aber ich muss wissen, dass Sie loyal sind. Das heißt, finden Sie einen Weg, das zu beweisen. Mitreißend und unterhaltsam erzählt Regisseur Jay Roach in Bombshell von dem Skandal, der den mächtigsten Medienmanager der USA, Fox News-Chef Roger Ailes, zu Fall brachte und als ein erster Meilenstein der MeToo-Bewegung gilt. Das Drehbuch hat mich auf einer tiefmoralischen Ebene berührt. Ich wollte unbedingt Teil dieser Auseinandersetzung über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sein und dieses Thema in all seiner Komplexität erzählen, mit unglaublich komplexen Figuren. Oh mein Gott, ich darf nicht gefeuert werden. Das ist der einzige Job, den ich je haben wollte. Ich will nicht nur beim Fernsehen arbeiten, sondern bei Fox. Heute sehen wir, wie universell diese Geschichten sind, weil wir einfach mehr von ihnen hören. Ich fand es interessant, zu den Leuten zurückzugehen, die uns in diese Bewegung katapultiert haben. Es war wirklich das allererste Mal, dass jemand so etwas gewagt hat. Wieso hat Gretchen nicht gekündigt und dann geklagt, statt erst zu klagen, nachdem sie gefeuert wurde? Wieso hat sie es nicht gemeldet? Wieso hat sie es nicht gemeldet? Wirklich? Er meint die anonyme Hotline. Es gibt eine Hotline? Ja. Ich habe zwei Mobbing-Seminare besucht. Von der Hotline habe ich nie gehört. Weil es Schwachsinn ist. Fox ist dazu berechtigt, unsere Kommunikation zu überwachen. Eine Hotline in diesem Gebäude ist wie ein Kummerkasten im besetzten Paris. Das ist eine Geschichte, die man nicht ignorieren kann. Und wir wollten sie so inszenieren, dass man Spaß daran hat, wütend ist, aber trotzdem über die Absurdität lachen kann, dass so etwas überhaupt passiert. Sie finden keinen Beweis, dass auch nur ein Fünkchen Wahrheit in dem steckt, was diese Frauen sagen. Dieser Film ist wahrscheinlich ziemlich verstörend, wenn man ihn sieht, egal ob man eine Frau oder ein Mann ist. Und genau das sollte er auch sein. Bereit, in den Krieg zu ziehen? Oh ja. Ein Oscar-nominiertes Ensemble, eine packende und kritische Story. Bombshell, das Ende des Schweigens, ist ein fesselnder Film über einen der größten Medienskandale der USA und den ersten Schritt der MeToo-Bewegung.